Heute zeige ich dir, wie du so einen Kopf aus Papier modellieren kannst. Ich werde das nicht groß dokumentieren, es soll einfach eine kleine Anregung für dich sein und ich wurde darum gebeten von mehreren, ich soll doch mal zeigen, wie ich so einen Kopf modelliere. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns zum Schluss nochmals.
Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Diese Art Figuren, die ich jetzt hier gezeigt habe, das ist eher eine grobe Modellierung. Mir geht es darum, einen Ausdruck zu bekommen, und mir geht es nicht darum, die Genauigkeit auch von der Anatomie her zu erreichen. Wenn du Lust hast, kann ich mal eine Figur zeigen, die, wie ich finde, einfacher ist, wenn man noch nicht so geübt ist mit Figuren. Das blende ich noch zum Schluss ein. Das ist eine Figur, die ich überarbeitet habe, eine meiner ersten Figuren. Die habe ich jetzt noch etwas überarbeitet, also natürlich auch verändert. Und ich finde, das ist zum Anfang recht einfach. Wenn du Lust hast, dann schreib es mir unten in die Kommentare, ob ich dazu ein Video machen soll. Ich werde die jetzt noch bemalen und dann ist die fertig für meine nächste Ausstellung. Und bitte schreibt mir auch in die Kommentare rein, was euch interessiert, was ich euch zeigen soll. Es ist für mich halt immer schwierig. Für mich wiederholen sich viele Sachen und ich bin dann immer ein bisschen unsicher, interessiert euch das überhaupt oder nicht. Also schreibt mir bitte unten in die Kommentare, damit ich weitere Videos machen kann. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann bitte ich dich darum, meinen Kanal zu abonnieren. Du unterstützt hier meine Arbeit und für dich kostet es nichts, aber es ist eine Wertschätzung für die Videos, die ich hier drehe. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Ich gehe jetzt noch in meine kleine Ausstellung, die heute und morgen noch stattfindet, und hoffe, dass ich sehr bald wieder ein Video machen kann. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hoffen auf schöneres Wetter. Bleib kreativ. Tschüss zusammen.